Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie sind alle da. Ich sehe hier nämlich leider gerade noch gar nichts weiter. Doch, Teilnehmer, jetzt habe ich es. Wunderbar. Genau das wollte ich sehen. Jetzt geht's los. Kurz noch etwas Organisatorisches. Sie haben alle, ja, ich sehe schon, Sie haben die Chatfunktion entdeckt. Genau darauf wollte ich Sie gerade alle hinweisen. In dem Chatfenster haben Sie unten ein kleines Dropdown-Menü, Versenden an. Wenn Sie dort alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer einschalten, dann wird der Chat auch von allen gefunden, gesehen und gelesen. So, und ich sehe schon, der Chat funktioniert tatsächlich. Ich wollte ihn eigentlich noch mal kurz ausprobieren. Wenn Sie mir vielleicht alle kurz einmal dort hineinschreiben, was Ihre Lieblingsfremdsprache ist. Oder die Fremdsprache, die Sie am liebsten oder am besten können. Wow, das ist schnell und sehr bunt. Toll. Klasse. Es ist ja wirklich sehr, sehr bunt von Japanisch, Italienisch, Arabisch, Französisch, Spanisch, alles dabei. Sehr schön. Genau, Sprachen, darum geht's, soll es hier auch gehen. Mein Name ist Peter Oehm. Im normalen Leben bin ich Übersetzer und übersetze Marketing, Technik und Rechtstexte aus dem Niederländischen ins Deutsche. Heute bin ich allerdings als Vorstandsmitglied des Landesverbands Berlin-Brandenburg, des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer hier im BDÜ. Bin ich für das Ressort Fachübersetzen, Technik und Digitalisierung zuständig und betreue unter anderem noch die Mitgliederzeitschrift unseres Verbandes. So, ich kämpfe wieder etwas mit der Technik. Ah, geht auch so. Also, kurz etwas über den BDÜ, den Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. Der Verband wurde 1955 gegründet, ist organisiert in oder besteht aus 12 Mitgliedsverbänden. Das sind 11 Landesverbände, regionale Aufteilungen, einmal Norddeutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg, dann der Verband Ost, Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar, Baden-Württemberg und Bayern, sowie einem Fachverband, dem Verband der Konferenzdolmetscher. Sinn und Zweck des BDÜ ist die Interessenvertretung von Übersetzern, Dolmetschern, Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, den Beruf in der Öffentlichkeit etwas bekannter zu machen. Und noch ein weiterer Punkt ist die Weiterbildung von Mitgliedern. Insgesamt haben wir 7.500 Einzelmitglieder bundesweit. Also der Landesverband Berlin liegt bei ziemlich genau 1.000. 79% davon sind Frauen. Das heißt, wir oder ich befinde mich in einem sehr, sehr frauenlastigen Beruf. Von unseren Mitgliedern sind ungefähr 55% im Bereich Übersetzung tätig, 10% im Bereich Dolmetschen und 35% machen beides. Insgesamt haben wir etwas mehr als 80 Sprachen im Verband, was natürlich sehr praktisch ist. Es gibt auf der Webseite eine Suchfunktion, falls mal jemand einen Übersetzer, Dolmetscher benötigt. Bis zu, ja, über 80 Sprachen sind dort zu finden. Die Altersstruktur, das ist einfach eine Statistik, die ich noch gefunden habe. Das ist eigentlich auch ganz, ganz spannend. Durchschnittlich sind Übersetzer und Dolmetscher 48 Jahre alt, Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen 47 und die Männer 52. Das heißt, ja, da liege ich noch etwas unter dem Schnitt zum Glück. Genau. Was machen Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen eigentlich? Ich habe da ein schönes Bild. Oh, das passt hier gar nicht auf den Schirm. Das ist schön, wenn man die Präsentation in einem anderen Format vorbereitet, aber sei es drum. Genau. Übersetzer lesen und schreiben. Hier hat der italienische Maler Caravaggio 1605 ungefähr den heiligen Hieronymus dargestellt, der in seinem Kämmerlein sitzt und mit, naja, Federkiel auf Pergament schreibt. Der Hieronymus ist der Schutzpatron der Übersetzer und Dolmetscher. Und naja, unsere Arbeitsbedingungen oder Arbeitsumstände sind doch etwas angenehmer, als sie damals waren.
Genau, was machen Übersetzer denn jetzt eigentlich? Sie übertragen Texte aus einer Sprache in eine andere Sprache. Übersetzerinnen machen das schriftlich, Dolmetscherinnen mündlich. Das ist eigentlich relativ einfach. Trotzdem findet man eigentlich immer wieder sehr lustige Verwirrungen. Ein Beispiel fiel mir jetzt bei der Vorbereitung ein, das war die Krönung des niederländischen Königs Willem Alexander im Jahr 2013. Das wurde natürlich live vom ZDF übertragen und natürlich wurden alle Reden entsprechend übersetzt bzw. gedolmetscht. Und das ZDF hat da schlichtweg den Live-Übersetzer erfunden, was in Wirklichkeit einfach ein Dolmetscher ist. Was versteckt sich hinter diesem Beruf? Formale Voraussetzungen, ja, gibt es eigentlich gar nicht so viele, beziehungsweise gar keine, denn der Beruf Übersetzer, Übersetzerin oder Dolmetscher, Dolmetscherin ist nicht geschützt. Das heißt, jeder, der zwei Sprachen kann, kann sich als Übersetzer, Übersetzerin, Dolmetscher, Dolmetscherin bezeichnen. Ob der oder diejenige dann den Job auch tatsächlich machen kann, ist nochmal eine ganz andere Sache, denn es ist deutlich mehr als einfach nur Sprachen können. Man sollte die Sprache mindestens beherrschen und ja, idealerweise vielleicht sogar irgendwo Richtung muttersprachliches Niveau kommen. Es gibt allerdings ein paar Bezeichnungen, die sind in der Tat geschützt, weil sie mit einem Abschluss verbunden sind. Das ist einmal der staatlich geprüfte Übersetzer, Übersetzerin, Diplom-Übersetzer oder Master und Bachelor. Dann gibt es den IHK-geprüften Übersetzer, Ermächtigten, Beeidigten. Was gibt es dann noch? Vereidigt. Da gibt es auch noch eine ganze Menge. Das sind dann diejenigen, die bei Gericht tätig werden können und die Richtigkeit von Übersetzungen bestätigen. Da komme ich aber gleich noch etwas ausführlicher zu. Wie gesagt, man muss nicht nur zwei Sprachen können. Es braucht ein bisschen mehr. Man braucht eine wahnsinnig gute Allgemeinbildung, weil die Bereiche oder die Themen, die man zur Übersetzung bekommt oder zum Dolmetschen, sind doch sehr oder können sehr, sehr unterschiedlich sein. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man seine Muttersprache und die Fremdsprache sicher beherrscht und auch deutlich besser. Ich sehe gerade, jemand hat keinen Ton mehr. Ich hoffe, ich bin noch zu hören und dass das nicht an mir liegt. Genau, man muss Kenntnisse. Ah, wunderbar, ich bin zu hören. Dann ist das leider ein Einzelproblem, was mir leid tut. Genau, die Muttersprache und die Fremdsprache sicher beherrschen. Man muss Kenntnisse der kulturellen Zusammenhänge haben, um die Texte wirklich zu verstehen und die Besonderheiten natürlich auch übertragen zu können. Wenn Sie zum Beispiel an Englisch denken. Englisch wird in sehr, sehr vielen Ländern gesprochen. Es gibt britisches, amerikanisches, australisches, neuseeländisches Englisch. Letztendlich alles die gleiche Sprache, aber die kulturellen Unterschiede sind sehr fein, aber sie sind vorhanden. In meinem Bereich merke ich das relativ stark, wenn ich über niederländisches und belgisches, niederländisches, flämische spreche. Da gibt es auch durchaus Nuancen, die kulturell bedingt sind. Ein weiterer Punkt sind fundierte Fachkenntnisse. Man sollte sich in den Fachgebieten, in denen man arbeitet, wirklich hervorragend auskennen und einfach ja, genau wissen, worüber man schreibt. Ich bin selbst im Bereich Technik sehr viel unterwegs und es ist einfach wichtig, dass ich weiß, was die Maschine macht, um die Betriebsanleitung entsprechend schreiben zu können. Da hängen dann noch so andere Dinge dran, dass die Fachtexte zweck- und zielgruppengerecht übertragen werden müssen. Das heißt, ich weiß relativ viel über Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Aber zum Beispiel Medizintechnik lasse ich schlichtweg die Finger von, weil das ist einfach ein Thema, ich kenne mich nicht aus und ja, ich arbeite eben nur in meiner Spezialisierung und weiß eben, wie ich dort formulieren muss. Ein weiterer Punkt, der auch mit dem Fachbereich und dem Sachgebiet zusammenhängt, ist die Terminologie. Das heißt, Fachbegriffe, die Kunden benutzen oder allgemein in diesem Bereich benutzt werden. Ein sehr wichtiger Punkt dabei ist, man muss durchaus Spaß mitbringen, sich in neue Bereiche und Sachgebiete einzuarbeiten. Man muss einfach so eine gewisse Neugier ja, an eigentlich allem haben, mit dem man zu tun hat.
Natürlich methodisches Wissen für ja zum Umgang mit Übersetzungsproblemen. Das ja ist jetzt eher abstrakt, aber wenn es zum Beispiel ein Konzept in der einen Sprache gibt, was es in der anderen Sprache nicht gibt, wie kann ich das übertragen? Das passiert relativ häufig im juristischen Übersetzen. Und genau, ich muss natürlich dazu bereit sein, Computer einzusetzen und eben die entsprechenden technischen Arbeitsmittel, die ich zum Übersetzen benötige, natürlich zu erlernen und eben auch zu beherrschen. Und ich muss mich natürlich betriebswissenschaftlich einigermaßen auskennen. Nicht wissenschaftlich, Betriebswirtschaft heißt das doch. Da habe ich mich vertippt. Genau, wenn man als Freiberufler oder als Selbstständiger tätig ist, natürlich sein kleines Unternehmen auch irgendwie am Laufen hält, zu halten. Und am Ende, ja, einen kleinen Gewinn zu erwirtschaften. Also, man sollte sich in Fachgebieten auskennen, man sollte interkulturelle Kompetenz mitbringen. Vor Computern sollte man nicht zurückschrecken und ja, wie gesagt, die gesunde Neugier. Kurz eine Randbemerkung: Ich versuche, die Dolmetscher und Dolmetscherinnen immer so ein bisschen mit reinzunehmen. Ich selbst bin Übersetzer und ich habe es gemerkt, ich neige dazu, die gerne mal zu vergessen. Das ist nicht böse gemeint. Ich weiß aber eben einfach mehr über das Dolmetschen. Blödsinn, was übersetzen. Deswegen werden die Dolmetscher hier wahrscheinlich etwas zu kurz kommen. Ich tue mein Bestes. Genau, Wege in den Beruf. Es gibt einmal die ganz klassische Ausbildung über ein Studium, ein Übersetzungswissenschaftenstudium, Translatologie oder Sprachwissenschaften. Es gibt die staatliche Prüfung, die nicht zu unterschätzen ist. Dazu braucht man schon etwas Vorbereitung und das ist eine durchaus anspruchsvolle Prüfung, die dann vor einem staatlichen Prüfungsamt abgelegt wird. Die ist nach Bundesländern organisiert. Es gibt die Prüfung vor den Industrie- und Handelskammern. Hängt immer davon ab, wie der Bezug wo der Bedarf einfach bei den Handelskammern liegt, welche Sprachen dort ausgebildet werden bzw. geprüft werden. Dann gibt es die Möglichkeit, Prüfungen im Ausland abzulegen. Ich weiß spontan vom Chartered Institute of Linguists in England. Dort gibt es das Diploma in Translation, was man für Englisch ablegen kann. Und es gibt den klassischen Quereinstieg. Und so einer bin ich. Ich versuche die Fragen so ein bisschen mit im Blick zu erhalten. Dort kommt gerade die Frage, wie oft darf man die staatliche Prüfung ablegen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht, weil ich bin, da kommt die nächste Frage gleich auch. Ich bin Quereinsteiger und habe gar keine Übersetzerprüfung. Es klappt aber trotzdem. Nee, wüsste ich nicht. Ich werde nachher noch meine E-Mail-Adresse einblenden. Sie können mir gerne eine Mail schreiben. Ich kann es nachschauen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ach, ich sehe gerade, ich habe einen Co-Moderator, einen Kollegen aus dem BDÜ, der den Chat gerade so ein bisschen in der Hand behält. Wunderbar, das ist sehr schön. Ich schaue trotzdem ab und zu mal rein. Genau, wie gesagt, ich bin Quereinsteiger. Ich habe eigentlich moderne asiatische Geschichte studiert, was überhaupt nicht so viel mit Übersetzen zu tun hat. Ich habe aber in den Niederlanden in Amsterdam studiert und musste, um dort studieren zu können, eine Sprachausbildung machen oder eine Sprachprüfung ablegen. Und ich bin einfach beim Übersetzen hängen geblieben und es macht mir auch nach 20 Jahren noch sehr viel Spaß. Gehen wir weiter. Genau, es gibt einige verschiedene Arten des Übersetzens und Dolmetschens. Das fängt an bei Fachübersetzungen. Das sind einfach, ja, es geht um Spezialisierungen letztendlich. Es gibt sehr, sehr, ja, es muss alles irgendwie übersetzt werden. Und wie gesagt, ich fertige Fachübersetzungen im technischen Bereich an, im Marketingbereich und im Rechtsbereich. Entstanden ist es eigentlich so, dass ich sehr, sehr viel technische Dokumentation gemacht habe. Und dann die Unternehmen auf mich zugekommen sind, ob ich nicht auch die Webseite übersetzen könnte oder vielleicht einen Rechtstext. Und so habe ich mich immer weiter spezialisiert, beziehungsweise in die Themen immer weiter eingearbeitet. Und das sind drei Bereiche, die ich relativ gut beherrsche. Eben in meinen Untergebieten, was Maschinenbau, Photovoltaik und Windkraftanlagen sind.
Das mit der Spezialisierung hängt natürlich auch so ein bisschen von der Größe der Sprache ab, weil es ist natürlich immer die Frage, wie viel Volumen, wie viel Auftragsvolumen ist in einem Sprachpaar überhaupt zu ergattern. Und kleine Sprachen oder in kleinen Sprachen tendiert man wahrscheinlich eher dazu, Allrounder zu sein. In größeren Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch kann es durchaus sein, dass man sich wirklich nur auf zum Beispiel Abfallwirtschaft oder die Agrarbranche spezialisiert. Literaturübersetzung ist eigentlich ziemlich eindeutig. Es geht um Bücher, wissenschaftliche Texte, Sachbücher, Belletristik, auch Comics, Theaterstücke, Hörspiele, Filme. Eigentlich eher so, ja, das, was man unter kulturellem Bereich vielleicht zusammenfassen kann. Softwarelokalisierung ist ein weiterer Bereich für schriftliches Übersetzen. Software muss in andere Sprachen übertragen werden und das machen Softwarelokalisierer. Dann nochmal der Unterbereich Untertitelung, was eben auf Filme abzielt, das setzt besondere Kenntnisse voraus, besondere Ausstattung vom Übersetzer. Urkundenübersetzung, das ist meistens im Gerichtsbehörden-, Polizeibereich, wenn Übersetzungen bestätigt werden müssen. Und dann gibt es die Konferenzübersetzung, ein Bereich, wo ich selbst auch kurz drüber gestolpert bin, aber in internationalen Organisationen ist es durchaus üblich, dass Protokolle wirklich live übersetzt werden und dann tippt nebenbei ein Konferenzübersetzer mit und hat zum Ende der Sitzung mehr oder weniger die Übersetzung fertig, sozusagen als Protokoll. Das Pendant zur Konferenzübersetzung ist der Konferenzdolmetscher oder die Dolmetscherin, die eben bei Konferenzen und Tagungen eingesetzt wird. Bei Gerichten, Notaren, bei der Polizei und Behörden kommen dann Gerichtsdolmetscher zum Einsatz, die meistens eben auch beeidigt, vereidigt oder öffentlich bestellt sind, um die Richtigkeit des Dolmetschens zu bestätigen. Im Dolmetschen gibt es verschiedene Techniken. Das Konsekutivdolmetschen, das sind dann einfach dabei werden einfach längere Redeabschnitte zeitversetzt übertragen, zusammengefasst und dann wiedergegeben. Das Gegenteil dazu ist das Simultan-Dolmetschen, wo direkt aus der Kabine in Echtzeit gedolmetscht wird. Beim Gesprächsdolmetschen werden kürzere Passagen zeitversetzt übertragen und beim Flüsterdolmetschen sitzt der oder die Dolmetscherin hinter der Person, die die Verdolmetschung benötigt und flüstert sozusagen direkt ins Ohr. Dann gibt es noch die Sonderform, die ich persönlich sehr beeindruckend finde, das Gebärdendolmetschen. Sieht man ab und zu im Fernsehen bei Nachrichten, dass im Hintergrund jemand Gebärdendolmetscht. Ein kurzer Ausflug zu den Arbeitsverhältnissen. Es ist sehr unterschiedlich. Also ein recht üblicher Weg ist das Freiberufler-Dasein, dass man seine kleine Firma gründet und dann eben selbstständig unterwegs ist und sich als Einzeldolmetscher, Übersetzer verdingt, vielleicht mit Kollegen zusammentut und eine kleine Gruppe bildet oder eben ein Anstellungsverhältnis sucht. Ich habe mal kurz nachgeschaut, im BDÜ ist der Großteil freiberuflich unterwegs. Das waren, soweit ich das gerade erinnere, 87% und bescheidene 7% sind im Anstellungsverhältnis. Genau, wir arbeiten Übersetzer. Wir nutzen natürlich die üblichen Office-Programme und spezielle sogenannte CAT-Tools, Computer-Aided Translation Tools. Das sind Übersetzungsspeicher, das heißt, wenn ich in meinem Tool arbeite und eine Übersetzung anfertige, wird die aufgesplittet in einzelne Sätze. Und diese Sätze werden dann also in der einen Sprache und in der anderen Sprache in einer Datenbank abgelegt. Und wenn ich irgendwann einmal einen ähnlichen Satz oder genau diesen Satz noch einmal übersetze oder noch einmal im Ausgangstext finde, wird er mir angezeigt und ich kann ihn bestätigen oder eben leicht anpassen, wenn das nötig sein sollte, und kann den dann einfach wieder verwenden. Das Gleiche gilt für Terminologie-Datenbanken. Das heißt, ich habe eine Datenbank mit Wortlisten, wie ein Kunde zum Beispiel ein bestimmtes Wort gerne verwendet sehen möchte, sei es aus Marketinggründen, sei es aus irgendwelchen Gründen. Das wird mir dann auch eben entsprechend angezeigt. Das zeige ich gleich auch noch mal ganz kurz.
wir nutzen Tools zur Qualitätsprüfung und wir binden natürlich, oder viele Kollegen binden mittlerweile maschinelle Übersetzungen mit ein. Auch dazu komme ich gleich nochmal kurz. Und es gibt natürlich auch noch andere Software, die vom Kunden möglicherweise vorgegeben ist oder bestimmte Formate erfordern diese Software. Spontan fällt mir jetzt irgendwie Adobe InDesign ein oder FrameMaker. Genau. Das heißt, wir arbeiten mittlerweile doch computerbasiert. Genau. Ich hatte es gerade versprochen oder angekündigt, ich wollte einmal kurz, ups, jetzt habe ich etwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Moment, doch, jetzt bin ich wieder da. Genau, ein typisches CAD-Tool. Die sehen im Prinzip alle sehr ähnlich aus. Man hat, Moment, wo bin ich hier? Da bin ich, das kann ich ein bisschen sichtbar machen, hoffe ich. Man hat hier unterschiedliche Bereiche. In diesem Bereich befindet sich der Ausgangstext. Da würde ich den Zieltext reinschreiben und hier oben ist eigentlich so mein wichtigstes Element, was ich habe, weil hier werden meine Ergebnisse angezeigt. Das heißt, meine Terminologieerkennung wäre hier hinten, hier oben rechts und hier kommen eigentlich alle Sachen aus den Translation Memories oder wie hier schon zu sehen ist, NMT steht für Neural Machine Translation, also neuronale Maschinenübersetzung. Das heißt, hier ist eine Übersetzungsengine mit eingebunden, die mir einen Vorschlag macht. Und das Schöne an diesem Ding ist, ich mache einen Mausklick und schon ist mein Text übersetzt. So schnell geht das tatsächlich. Nur, wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, das kriege ich jetzt leider nicht alles komplett hier rein, aber doch, es geht. Schauen wir einfach nur kurz auf den ersten Satz. The European languages are members of the same family. Die europäischen Sprachen sind Mitglieder der gleichen Familie. Ist jetzt nicht so sonderlich schön, man versteht's, man weiß ungefähr, was der Autor mir sagen will, aber als Übersetzung, ja, es ist okay, ich würde es, glaube ich, komplett anders schreiben. Irgendetwas in der Richtung, europäischen Sprachen zählen, gehören alle zur selben Sprachfamilie oder so etwas. Das heißt, da ist durchaus Bedarf, noch etwas dran zu feilen. Manche Sachen kann man direkt übernehmen, andere sollten tatsächlich nachbearbeitet werden. Und das ist sicherlich gerade so ein Punkt, der sehr, sehr spannend wird, weil dadurch verändert sich eben auch das Bild, das Berufsbild und die Aufgaben des Übersetzers, dass Kunden eben DeepL oder andere Tools vorgeben, beziehungsweise auch schon mal selbst genutzt haben und über den Text gejagt haben und dann so etwas mitgeliefert wird und wir diesen Text eigentlich nur noch schön machen sollen. Das nennt sich dann Post-Editing und das ist sicherlich ein Bereich, der in Zukunft doch erheblich stärker nachgefragt wird. Ich sehe, mir rennt gerade tatsächlich die Zeit ein bisschen davon, was mir gar nicht so gut gefällt, aber ich versuche mich etwas zu sputen. Ich habe noch ein anderes sehr, sehr schönes Beispiel einer recht frühen Maschinenübersetzung mitgebracht. Ich lasse es einfach kurz eingeblendet. Ich fand es ein wunderschönes Beispiel, wie es auch laufen kann und was halt manchmal ja einem vorgesetzt wird. Genau, dieses Beispiel habe ich beim Deutschen Institut für Normung gefunden, die einfach nur darauf hinweisen wollen, dass Bedienungsanleitungen doch vielleicht besser nach Regeln geschrieben werden sollen und eben auch nach Regeln übersetzt werden sollen. Wie gesagt, das ist ein etwas älteres Beispiel, das stammt auch aus einem Buch, den Titel weiß ich gerade nicht, aber ich meine, ich hätte es in einem Buch schon mal gefunden. Aus meiner Praxis, ich weiß jetzt leider nicht, wie fit Sie in Niederländisch sind. Ich habe es in der Liste leider nicht gesehen, aber das kriegen wir schon hin. Das erste ist, glaube ich, von selbst oder erklärt sich selbst. Tata von Piemontese Rund ist, Tata ist ein ganz normales Essen. Es hätte auf einer Speisekarte landen sollen, die ich übersetzt habe. Und die Maschine spuckt mir halt Zahnstein aus piemontesischem Rindfleisch aus. Das war es natürlich nicht. Highly water resistant, hochwasserbeständig, passt jetzt auch nicht so ganz. Das Gerät war unglaublich wasserbeständig und wasserfest, aber eben nicht nur bei Hochwasser, sondern einfach Spritzwasser geschützt.
Das andere ist ein bisschen länger, so haben wir ja ob Wechner zirkuläre Toilette räumt ist. Das, der Hintergrund ist die Kreislaufwirtschaft und es ging darum, dass Papier, so Handtuchpapier und die Spender aus recycelten Stoffen hergestellt werden und deswegen dieses ganze System zirkulär ist und es hat bei Weitem nichts mit runden Toiletten zu tun gehabt. Und der nächste ist eigentlich auch noch ziemlich spannend, weil da hängt ein bisschen was dran. Reinigen Sie, also ich versuche, ja, im Niederländischen kurz zusammengefasst, Zeker geen heißt auf gar keinen Fall. Das ist eine, definitiv eine Verneinung. Und im Deutschen ist da unschön, reinigen Sie das Innere der Anlage niemals mit überschüssigem Wasser, verwenden Sie dazu einen Hochdruckreiniger. Also genau das Gegenteil von dem, was der Ausgangstext gesagt hat. Und spätestens hier, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, diese, ich weiß nicht, was es war, das habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, was es für eine Anlage war. Ja, es hat einfach rechtliche Konsequenzen. Wenn das jetzt jemand befolgt und genau das macht und sagt, hey, das stand in der Betriebsanleitung und ich habe mich doch nur daran gehalten und jetzt ist die Anlage kaputt und wer zahlt jetzt die Rechnung? Das kann auf den Übersetzer zurückfallen und dann haben wir alle keinen Spaß mehr. Ich lese gerade im Chat nebenbei, Hans-Christian aus Oldenburg, ich glaube, ich weiß sogar, wer das ist. Manche dieser Fehler machen auch schlecht ausgebildete Übersetzer. Ja, das machen auch menschliche Übersetzer. Das kann durchaus passieren. Das ist dann leider ein, ja, ein schlechter Übersetzer. Das ist eine kleine Kunst, da die guten herauszufinden. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Genau. Diese Übersetzungen, diese maschinellen Übersetzungen sind so ein bisschen die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und ich habe einfach so ein paar Punkte mal zusammengestellt. Die hängen eigentlich alle so ein bisschen zusammen. Ich werde nicht alle einzeln erwähnen. Ich glaube, das große Problem, was wir gerade sehen, ist, DeepL und andere Engines machen massiv Werbung und sagen, hey, wir können euch per Knopfdruck eine super Übersetzung liefern, was schlichtweg nicht der Fall ist. Das sind die letzten Beispiele waren tatsächlich aus der Praxis. Die Texte sind nicht perfekt. Es wird aber eben suggeriert, dass sie sehr, sehr gut sein sollen. Und wir müssen, unsere Aufgabe ist dann letztendlich dem Kunden zu erklären, ja, die sind schon nicht schlecht, aber wir sind besser. Und das hat halt immer so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt die beleidigten Menschen sind, die alles besser können und die Technik ablehnen. Und das macht es ja etwas aufwendiger für uns, was die Beratung angeht. Und natürlich übt es auch einen massiven Preisdruck auf uns aus. Und ich meine, auf der anderen Seite, maschinelle Übersetzungen haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Wenn ich im privaten Bereich etwas nutzen will, ist es ja überhaupt kein Problem. Und wenn ich auch von einem im professionellen Umfeld einfach nur einen Text verstehen möchte, eine grobe Idee haben möchte, was steht da drin, was wollen die von mir, ist es auch vollkommen okay, so ein Ding durch die Welt zu jagen, um wirklich den Sinn zu verstehen. Man darf eben jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach komm, meine Webseite, ich spare mir jetzt den Übersetzer, ich möchte Kunden im Ausland gewinnen. Also packe ich mal eine DeepL-Übersetzung auf meine Webseite. Das sind eigentlich so das ist ein Bereich in der maschinellen Übersetzung, die uns so ein bisschen bedroht, möchte ich nicht sagen, aber die uns vor Herausforderungen stellt. Ich sehe es eigentlich eher so, dass die Maschinelle eine wunderbare Ergänzung unserer CAD-Tools ist und in professionelle Hände gehört. Das heißt, Übersetzer werden maschinelle Übersetzungen einfach mit einbinden und ganz normal als Werkzeug mit nutzen. Und ich glaube, das ist auch die einzig sinnvolle Verwendung davon im professionellen Umfeld. Der andere Punkt, Digitalisierung, Prozesse, Internet of Things, das ist eigentlich nur kurz die Idee, dass im Prinzip alle Produktionsprozesse mehr oder weniger digital werden und ja, auch einfach unser Ablauf sich etwas verändern wird. Also die Zeiten von Word-Dokument per E-Mail an den Übersetzer und per E-Mail wieder zurück an den Kunden, das wird mehr oder weniger der Vergangenheit angehören. Der letzte Punkt, lebenslanges Lernen, immer neugierig bleiben und sich eben weiterbilden. Und ich denke, genau das ist auch der einzige Weg, sich mit maschineller Übersetzung und Digitalisierung als Übersetzer auseinanderzusetzen. Neugierig bleiben und sich mit diesen Themen beschäftigen und versuchen, da weiterzukommen. Eigentlich hatte ich jetzt noch einen Werbeblock über den BDÜ.
Ich verweise Sie ganz, ganz einfach auf die Webseite bb.bdü.de. Dort finden Sie im Prinzip alle Informationen, auch auf der Bundesverbandsseite bdü, also bdue.de, gibt es alle weiteren Informationen. Ich sehe gerade, Herr Forstmann hat es im Chat eingetragen. Fragen würde ich jetzt einmal ganz kurz noch in den Chat schauen, weil die Zeit drängelt. Ansonsten stehe ich gerne zur Verfügung. Schicken Sie mir eine Mail. Ich versuche einigermaßen zeitnah zu antworten. Ich schaue noch mal ganz, 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 ganz kurz. Okay, ich sehe jetzt keine ganz, ganz drängelnde Frage. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich sie jetzt auf die Schnelle nicht finde. Wie gesagt, ansonsten schicken Sie mir gerne einfach eine Mail. Dann bleibt mir nur noch, mich herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und mich noch einmal mit den Worten aus einer Maschine mit einem kleinen Schmunzeln zu verabschieden. Kind regards ist der übliche britische, englische Briefabschluss und die Maschine machte das daraus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.